Hallo meine Hübschen, heute mache ich eine Verlosung, yay! Yeah! Und zwar, Fashion Pupa hat ja einen Shop, das wisst ihr ja vielleicht bereits, natürlich, jeder kennt sie. Und zwar, sie hat mich gefragt, ob ich ihr Shop auf meinem Kanal vorstellen darf und ich konnte ein paar Sachen aus ihrem Shop aussuchen und sie hat mir noch so viele tolle Sachen mit geschickt. Mann, das ist alles, was sie mir zusätzlich noch geschickt hat. Und das ist alles für euch. Dabei waren noch diese Flyer. Das sieht so professionell aus, finde ich. Und da steht, vielen Dank für deine Bestellung. Wünsche dir viel Spaß damit. Und da das Logo von der Fashion Pupa. Und dann habe ich da einen weiteren Flyer und hier hat sie eine handgeschriebene Notiz gemacht und zwar: Hoi Linda, buon Natale, frohe Weihnachten. Heute ist das Christkind früher gekommen, hihi, Spaß, so wie sie ist, ja. Ich hoffe, deine dir ausgesuchten Produkte gefallen dir. Habe noch ein kleines wenig mehr reingetan, ja. Danke vielmals für das kleine Geschenk. So super süß ist sie. Und ich zeige euch gleich die Produkte, die ich ausgesucht habe. Als erstes habe ich dieses Beauty Blender von Samantha Chapman, Real Techniques. Und ich bin wirklich gespannt, wie der ist. Und ich muss sagen, Fashion Pupa, Entschuldigung. So. Das sieht so aus. Und ich muss sagen, Fashion Pupa hat die Preise wirklich sehr, sehr fair gemacht. Also nicht übertrieben teuer, wie das so üblich ist bei den Online-Shops in der Schweiz. Ich habe sehr Gutes gehört von diesem Beauty Sponge. Mal schauen, wie der ist. Dann diese Z-Paletten, die sind genial. Ich finde, die sind genial. Und ich habe die schon gefüllt mit Artist of Makeup Lidschatten. Die sind größer als die von MAC, also die passen da nicht so schön wie die von MAC. Und die sind wirklich praktisch, weil wenn man in den Urlaub fährt, dann nimmt man diese Z-Palette, tut man da rein die Lidschatten, die man will und kann man den da so einfach mitnehmen. Das finde ich sehr praktisch und man sieht auch den Inhalt, das ist auch schön. In diesem Leo-Print. Ich habe mir noch ein paar Schmucksachen ausgewählt. Und zwar diese punkige Kette. Und die ist wirklich ganz schön. Schwarz mit diesen goldigen Metalldinger. Und das sieht sehr punkig aus. Gefällt mir richtig gut. Und dann, ja, ich lasse immer alles fallen. Ich weiß nicht wieso. Sorry. Sorry Nicole, ich habe das fallen lassen und da ist mir ein Steinchen rausgefallen. Das ist eigentlich meine Schuld, aber man kann es wieder kleben. Seht ihr? Das kann man ganz ruhig wieder kleben und dann ist das alles okay. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön. Und dann liebe ich liebe solche Ohrringe, Ohrhänger. Die sind aus Pizzo gemacht, so aus Stoff. Und die haben noch kleine Steinchen, Glitzersteinchen drauf. Und ich finde, die sind, das ist wirklich eine geniale Idee. Und sie sind wirklich sehr leicht auf dem Ohr, ziehen nicht hinunter. Und ja, so schön. Danke, danke, danke. Ja, und dann noch dieses Celine Bag für das Handy. Ist so süß. Pink natürlich. Und mit dabei war noch dieses Schlüsselanhänger. Ich habe es noch nicht rausgepackt, aber diese Schlüsselanhänger, die kann man immer gebrauchen. Ich habe meistens mehrere an einem Bund, weil dann ist der Bund viel größer und ich finde es schneller in der Tasche. Ja, das ist ein Problem von uns Frauen. Wenn wir etwas suchen in der Tasche, ja, dann kann das Jahre dauern. Ah, was ich da noch gefunden habe, mit dieser Z-Palette wird immer solche magnetischen Pfännchen, Plättli, mitgeliefert, damit man
Wenn man zum Beispiel Lidschatten hat, die nicht magnetisch sind, kann man einfach das hinten befestigen und dann haften sie so schön. So, kommen wir zu eurem Gewinn. Als erstes Tangle Teaser. Ah, ich habe keinen Tangle Teaser und vermisse es auch nicht, eigentlich ehrlich gesagt. Aber der ist wirklich mega gehypt und einer von euch gewinnt das. Dann weiter. Eben diese Halsketten. Einmal in rosarot und einmal in türkis. Die sind sehr schön für den Sommer. Im Winter mag ich solche Farben nicht, aber das ist ja euch überlassen. Und dann habe ich wirklich ganz viele von diesem Stoff. Ohrhänger, türkis, pink, dieses beigebraun, weiß. Dann habe ich noch ein oranges, Totenköpfe in schwarz. Was habe ich da noch? Ah, die sind so süß. Das sind diese High Heels in schwarz aus Kunststoff. Und dann diese Chanel Ohrringe auch in schwarz. Die gibt es auch in weiß. Ganz viele Sachen. Dann habe ich weitere Totenköpfe in weiß. Dann bekommt ihr natürlich so einen Entschuldigung, so einen Schlüsselanhänger mit dem Fashion Popa Logo. So einen Celine Bag für euren Handy als Schutz zum für den dort, wo der Kopfhörer eigentlich da reingesteckt wird. Ja, eben, wie gesagt, ich lasse immer alles fallen, aber es ist nichts kaputt gegangen. Dann so ein Infinity-Armband in Pink. Sehr schön. Und einen Pinsel von Mimimi. Und zwar ist das ein Blush-Pinsel. Sieht so aus. Wirklich extrem soft. Und dann habe ich hier Schokolade, aber das ist meins, sorry. Sorry, das behalte ich jetzt für mich. Ja, vielen Dank Nicole für diese tollen Sachen für mich und auch, dass ich die Verlosung machen kann für meine Abonnenten. Ich verlinke euch unten die Webseite von Fashion Pupa, den Online-Shop, wo ihr die kaufen könnt. Die Verlosung geht eine Woche lang. Ja, ich halte es kurz, weil ich möchte die Ware noch vor Weihnachten senden. Ich möchte von euch noch wissen, ob ihr bereits Fashion Pupa kennt, ob ihr den Shop kennt, ob ihr schon dort eingekauft habt. Lasst mir das wissen, das nimmt mich noch Wunder. Die Regeln sind auch unten in der Infobox vermerkt. Lest die wirklich gut und ich wünsche euch viel Glück und seid fleißig beim Kommentieren. Tschüss, meine Hübschen!